Hey und willkommen zum Preview Special zum Die Sims 4 Highschool Jahre Erweiterungspack. Ich bin Daniel von SimFans.de und als Teil des EA Creator Networks habe ich Early Access für ein paar Tage erhalten, um unserer Community das Pack schon vorab zeigen zu können. Alle Preview Specials findet ihr in der Playlist. Daumen hoch, vielen lieben Dank an EA und euch jetzt ganz viel Spaß. So, und willkommen, neue Folge, Let's Play zu die Sims 4 Highschool Jahre und wir sind hier, heute findet nach der Schule eine Prüfungsvorbereitung statt. Alle Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, solange sie möchten, im Klassenzimmer Raum 2 daran teilzunehmen. Die Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich, aber bitte denkt daran, dass am Freitag eine Prüfung stattfindet. Sorgt dafür, dass ihr gut vorbereitet seid. Oh je, man muss schon wieder pieseln. Oh Leute. So, was haben wir heute denn eigentlich? Oh, das sieht nach Kunstunterricht aus, oder? Geometrie. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Was ist denn heute? Müssen wir auf den Unterrichtsplan nochmal gucken. Heute ist Mittwoch. Okay, was? Sie geht ja immer so schnell weg. Kunst, Malfähigkeit und nachmittags Computerwissenschaften, Programmierfähigkeit. Okay. Donnerstag dann Wirtschaften, Fremdsprachen, Freitag Prüfungen. So Leute, hier gibt's eine Tafel, ja, ich sag's euch. Und erst macht ihr einen Würfel, ja. Und der Würfel, der hat ja bekanntlich 6 Seiten. Ja, nicht verwechseln mit den Kanten, das sind viel mehr. 8 Kanten, nee, noch mehr, oder? So, und dann wird das hier immer so Kegel hier, ne? Wenn ihr von oben da guckt, dann so, und dann wird's irgendwann immer runter und dann kommt schöne Kunst raus, ja? Also, kann sich erwarten. Fotografiefähigkeit hat sie erworben. Sehr cool. Okay, lernt man mal über Fotos hier, oder was? Aha, alle wieder am Handy. Malfähigkeiten. Okay, kann sie Muster malen. Alles klar. Was ist denn, wenn man auf Klo muss? Kann ich mal selber auf Klo gehen hier jetzt? Darf ich auf Klo gehen? Das geht nicht, ne? Aber die Zeit läuft nicht vorbei. Instagram hier. Da kommt ein Schwarm. Sydney Price findet Mia High Klasse und möchte beste Freunde werden. Natürlich. Was? Mit meiner Schwester oder was hier? Oh je, wir sind beste Freunde. Oh, wir sind auch beste. Natürlich hier. Ja, komm, wir sind alle beste Freunde. Du und ich gleich Abschlussball. Molly hat ja gesagt. Ja, wir haben letztes Mal nämlich hier eine Nachricht reingelassen. Wir hatten ein Date mit Sydney. Sein Unterricht ist vorbei. Du Zocker, du. Es war voll schön gestern. Und Kissenstadt hatten wir auch in der letzten Folge. Habe ich ganz vergessen zu sagen, weil ich ganz beschäftigt war, die Dinger davor zu lesen. Mia, ich glaube, du kannst dich mal ein bisschen frisch machen hier auf dem Klo, wa? Das ist, glaube ich, hier ganz gut mit der Hygiene. Hände waschen, Gesichtsreiniger auftragen und Zähne putzen. Oh, das ist gerade der Hausmeister. Ist immer unangenehm, ne, wenn die hier auch gerade in dem Raum sind, wenn man aufs Klo geht oder so. Man muss auch voll, du bist immer noch voll müde. Wir haben die Nacht so durchgemacht. Der Kissenschlacht. Hier müssen wir nur Gesichtsreiniger auftragen. Hier, abdecken bringt nichts. Abdecken bringt nichts. Der ist noch nicht fertig, der Hausmeister, ne? Lustig vorstellen. Lustig, tralalala. Wir haben immer noch keine Party. Dem eine Einladung erhalten hat. Wir haben gar keine Einladung. Kann man irgendjemand betteln für eine Einladung oder so? Mia, du musst jetzt mal zu Molly von Lernen zusätzlicher Fähigkeiten schwärmen. Oh ja, hier ist so ein bisschen. Und Nervosität natürlich. Zu einer festen Freundschaft bereit. Natürlich hier. Natürlich sind wir feste Freunde. Eben der Freund von Finn geworden. Jetzt fragen die einen auch schon selber. Immer umarmen unser Abschlussball-Date. Hey, ich freue mich so, dass ich so viel gelernt habe hier. Ich bin so excited. Ach, hör mal auf hier zu labern, Mädchen. Ach, Quatsch. Wir gehen jetzt zusammen zum Abschlussball. Respekt zeigen. Ah, nee. Liebes Student. Das ist eine Durchsage, die ich nicht verstehe. Okay. Ah. Hat jemand eine Stinkbombe dir reingelassen hier? Wenn wir Mundspray hier reinnehmen, oder was?
Wieso können wir Abschlussball? Wieso können wir keine Stinkbombe reinpacken da? Das wäre mal praktisch gewesen hier, ne? Was machst denn du jetzt eigentlich für Prüfungen lernen? Du musst für Prüfungen lernen, Finn. Nicht hier wieder runter an den Computer chillen. So. Wahrscheinlich wirst du nie eingeladen. Bescheidene Brüllerei, entschuldigen. Abschlussball-Tipps bitten. Ich muss immer noch 5-mal Hausaufgaben machen. Haben wir das immer noch nicht 5-mal? Wir sind doch schon hier ein paar Tage jetzt unterwegs. Im sozialen Rat bitten. Einladung zum Abschlussball angenommen. Ich habe eine Zusage bekommen. Yay! Wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Aber irgendwie mögen die sich nicht, so kann das sein. Scheiße, irgendwie. Verkackt. Hier haben wir verkackt. Ja, du musst auch noch lernen. Ich muss auch noch lernen auf den Abschlussball. Können wir hier Prüfungen lernen? Abschlussball, für die Prüfungen musst du lernen. Jetzt gucken wir mal kurz in den Kalender rein. Hier ist nämlich jetzt auch der Sporttag und auch der, das ist hier der Karrieretag. Das ist ein, der ist dann. Wie viele Jahre müssen wir denn? Müssen wir, bis wir älter werden, zur Schule gehen hier oder was ist denn los? Ich weiß das gar nicht. Cheerleading-Kampftag, okay. Und heute ist sonst nichts, ne? Ja gut, okay, dann haben wir heute noch ein bisschen Freizeit. Dann können wir nämlich noch mal ein bisschen mit dem Cheerleading hier auch trainieren, oder? Guck mal, zusammen Choreografie aufführen. Das machen wir jetzt schnell in der Mittagspause. Wahrscheinlich bis die rüberlaufen, ist schon wieder das Mittagessen vorbei. Das weiß ich doch jetzt schon alles. Go, 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 go. Ding, 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 ding. Nein! Heute findet in der Schule Prüfungsvorbereitung statt. Ja, jetzt ist zu spät, Mädchen. Jetzt musst du schwänzen, oder was? Nein, du musst jetzt hier, du musst zum Unterricht. Du musst zum Unterricht. Du musst zum Unterricht. Nur 4 Minuten. Nein. Mir ist zu spät. Hast du nur? Oh, ist hier wieder. Programmieren. Eieiei. Ja, da haben wir wieder die Klammern hier und die Anführung, die Trennzeichen. Komma separierte Werte, ja? Und hier alles in Klammern setzen, sonst wird es hier nicht funktionieren. Und ich sehe hier nur ziemlich. Wenn ihr es nicht versteht, mir geht's ähnlich, sagt sie. Oh, hier sogar eine ganze Funktion hier mit Entitäten und was weiß ich. Oh, das ist ja mal schön gemacht hier. Diese Grafen, na, das haben sie echt gut gemacht, finde ich hier, oder? Auf jeden Fall, du stinkst hier wie die Sau und bist ja auch noch müde. Etwas Vergammeltes lauert darin wegen Stinkkapselstreik. Finn ist ziemlich angeekelt, nachdem er den Gestank der explodierten Stinkkapsel eingeatmet hat. Pfui! Pfui, pfui! Ja, das ist blöd. Aber das ist noch geschafft, Mia, ne? Mia hat's noch geschafft. Hast du noch geschafft hier, Mia. Sehr gut. Können wir das jetzt dann machen mit der Cheerleading-Choreografie? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Würde ich gerne mal machen. So. Aber heute sind doch Prüfungsvorbereitungen, dachte ich. So, wir wollen Cheerleading-Choreografie machen. Juhu. Tagesbericht. Abschlussball steht vor der Tür. Ich weiß. So, Finn hat seine Lehre beeindruckt und hat eine Menge gelernt und Mia ebenfalls. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das sieht ja doch schon mal nach was aus. Jetzt kommt keiner zum Prüfungslernen, weil wir jetzt ja Cheerleading machen. Ups. Aber ich will das mal sehen, wie die das alles machen hier. Aber komm nur er. Na gut. Gucken wir mal. Aber der Finn, der schläft, aber der kommt gar nicht mehr. Komm, Leute, bitte. Was machst du jetzt? Gehst du schon wieder weg oder was? Zur Arbeit gehen. Nicht dein Ernst jetzt. Nicht dein Ernst jetzt. Und sogar dein Bruder macht mit hier, obwohl er total stinkig und müdig ist. Das ist wohl jetzt wohl ein Witz. So. Cool. Gib mir a blip. Ich wipp da gleich mit hier. Hey, macht das voll gut. Wann habt ihr das geübt? Zwischen den Folgen oder was? Oh je. Aber danke, dass du mitgemacht hast, Finn. Oh je. Das ist ja typisch meine Sims, wa? Der Arme ist todmüde.
Oh, die wird immer besser. Wisst ihr noch, wie sie am Anfang da war? Hier, guck mal, inspiriert, ihr Teamgeist. Enthusiasmus. Wow, alright. Kurze Werbung. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann klickt doch bitte auf den Daumen nach oben. Vielen lieben Dank und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal an die Kanalmitgliedschaft erinnern. Damit könnt ihr mich supporten und was ich eben so mache und lieb und meine Arbeit unterstützen. Vielen lieben Dank oder ihr nutzt den neuen Super Thanks Button unter dem Video. Und wenn euch das Pack gefällt, wenn ich euch überzeugt habe, dann könnt ihr es auch über den Link in der Videobeschreibung bestellen. Damit unterstützt ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Vielen lieben Dank euch und jetzt geht's auch schon weiter. Leute, ich glaube, wir müssen nach Hause telefonieren hier jetzt, wa? Finn, komm nach Hause, ab mit dir nach Hause. Ab mit dir nach Hause. Ding, ding, ding. Wieder ein erfolgreicher Tag heute. Ja gut, also das Lernen hat ganz gut geklappt, obwohl wir so schlecht drauf waren für das, dass wir so schlecht drauf waren, war es ja eigentlich dann ganz gut. Okay, ich würde sagen, du musst jetzt einfach mal hier duschen und dann ins Bett. Das muss jetzt irgendwie klappen. Und, du kannst dann auch nochmal diese Gesichtsreiniger auftragen, weil das schon wieder Akne hier. Mia, du hast die Hausaufgaben noch nicht begonnen. Was machen wir denn jetzt? Was musst du hier machen? 5-mal Hausaufgaben Simoleons verdienen. Wie verdienen wir Simoleons? Oh Gott. Mit einer Cheerleading-Matte trainieren. Abgeschlossen. Wieso ist da Minus? Tagesaufgabe. Wieso ist denn hier so? Ach so, weil keine, nicht einmal oder zweimal, sondern einfach allgemein muss man das machen. Aber guck mal, sie hat ja schon ausgezeichnete Leistungen, obwohl sie immer noch Dreier-Oberschülerin ist. Und du musst heute noch eigentlich streamen. Singst du da wieder? Singst du da wieder, ne? Boah, deine Arme, du Mädchen. Können wir die rasieren, bitte? Ich will das mal ausprobieren. Sie reiten geschwind, weil sie Heißkühler sind. Oh je. So, genau, ein bisschen hier Akne, Gesichtsreiniger. Und schon ist wieder gut oder nicht bald, hoffentlich. Hey, Schwester hier, raus mit dir aus meinem Bett hier. Du rasierst jetzt mal deine Armhaare, Armbehaarung rasieren. So. Und du gehst ins Bettchen, sonst kippst du wieder um. Oh, das ist gar kein Spaß, du Armer. So, Armhaare werden rasiert. Oh Gott, wie das aussieht hier, was? Jemine. Eieiei. Scheiße, Mann. Okay. Okay, ja, ist okay. Ja, bist du nicht. Okay, komm, nimm dein Buch. Hausaufgabe machen. Vorzeigeschülerin. Ich mag meine Sims. Okay, machen wir ein bisschen Flotty Karotti hier. Bisschen Flotty Karotti. So. Ding, 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 ding. Das waren wir gar nicht bei der Prüfungsvorbereitung. Scheiße, wa? Blöd ist. Die nächste Aufgabe vorbereiten, das kannst du auch machen. Hast du eine tolle Stimmung. Gessen wird halt auch wieder nicht richtig, wa? So. Und jetzt gehst du schlafen, danke. Juhu. Was ist denn hier? Oh nein. Wir müssen ja arbeiten jetzt. Wir haben ja noch Stream vor uns. Finn, wir müssen nochmal ran jetzt. Krypta-Kreatur Stream. Was machst du jetzt? Sehr glücklich. Akne-Krise bewältigt. Wegen abgeheilter Akne. Neuer bester Freund. Hübsch dekoriert, Haarwuchs. Es gibt kein sicheres Indiz für eine Pubertät, als die Haare, die überall zu wachsen beginnen. Hunger hat er immer noch, ja. Ja, wir haben bald Level Up. Jungschen, wir haben bald Level Up. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Unternehmerfähigkeit Level 2. Wie lange brauchen wir da noch? Ah, da ist er auf 50%. Komm, das geht. Da geht noch was hier. Oh, wir müssen wieder so eine Cross-Promotion hier starten. Ich spiele dann nochmal Sim by Daylight. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ist das schön hier heute. Zum Beispiel mit dem Trendy noch gar nicht ausprobiert. Das müssen wir auch noch machen. Oh, heute sind einige Sachen passiert, genau.
Mittagessens ist passiert. Das war sehr unangenehm. Okay, und Freunde, hier wollen wir auch mal ein bisschen hier eine kokette Nachricht schicken wir natürlich eben auch noch. Dass das natürlich hier da alles klappt. Finn, kommst du mit zum Einstand? Ich möchte ein wenig mit dir naschen. What? Okay. Zocken ist magisch. Soll er zugeben, dass er Videospiele mag? Ja, natürlich. So, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Hat das jetzt gezählt hier, bis 23 Uhr? Gut, ist voll die 22 Uhr. Man kann auch mal ein bisschen früher aufhören, wenn man müde ist, ja? Muss sich da nicht so stressen. Mach ich auch nicht. Hausaufgaben abgeschlossen, Level 2 der Fähigkeit erreicht und Cheerleading-Matte Tagesaufgabe. Das können wir dann auch probieren, wenn du aufgestanden bist gleich mal. Okay. Oh, ich muss ja erstmal pieseln, wa? Du gehst erstmal pieseln, Mädchen. Und dann gucken wir mal schneller Snack. Ein Joghurt. Und dann kannst du trainieren, ist gut. Und du musst noch ein bisschen schlafen, wa? Du gehst dann auch auf Klö. Bitte auch spülen. Hey, das nicht jetzt. Du sollst erst noch schlafen. Schlaf noch ein bisschen. Was brauchst du? Schnelle Mahlzeit essen, du kriegst ein Erdnussbutter-Chili-Sandwich. Nee, Benno, wieso leuchtet denn das so hier? Ich hab Angst. Okay, dann müssen wir nochmal. Gut, man kann ja sonst das nur mit streamen, oder? Sollen wir es auch mal tagsüber streamen, oder wie? Oder? Noten überprüfen, das können wir mal probieren, was ist das denn? Und dann für Prüfungen lernen, genau, das machen wir. Burger Burg! The Floopsie Burgs! Schämt, hast jetzt auch Akne. Ne? Ein kontrolliertes Wachstum. Boom, Alba. Gib mir, der Blurg. Was wächst denn schon wieder? Da wächst doch gar nichts. Mädchen. Mach nochmal Gesichtsreiniger. Du hast Akne. Oh nein, hast du auch Akne? Oh no. Oh oh. So ist gut. Hausaufgaben hat sie schon gemacht. Dann müssen wir auf die nächste Aufgabe vorbereiten und für Prüfungen lernen. So. Und Finn? Du stehst auch mal auf jetzt, raus aus den Federn. 4 Uhr morgens, ich weiß, aber. es ist ja stressig hier. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Das mit der Partyschleien kriege ich nicht hin. Wenn ich mal Hausaufgaben machen, wird schwierig, wenn man nur 5 Tage hat. Mal gucken, wie wir mal. Wir sind am Anfang des Bestrebens hier. Ich spiele wahrscheinlich wieder schlecht. Direkt Nachricht schicken kannst du mal machen. So. Wer sagt dir da DN dazu? Wer sagt denn hier DN? Das heißt PN oder PM oder Personal Message oder Direct Message, aber nicht DN. Direktnachricht oder was? PM. DN. Also ich glaube nicht, dass jemand DN sagt, aber vielleicht bin ich auch nur hinterwäldlerisch. Ich sag dir mal PN, persönliche Nachricht. Oder? Private Nachricht. Persönliche Nachricht. Keine Ahnung. Ah! Jetzt werde ich mal unsicher, ja. Sugau Habery hier. Genau, plaudert mal was, das ist immer gut. So. Prüfungen lernen. Der macht er am Computer, kann er auch. Das ist schon mal gut. Computer habe ich auch mal lieber gelernt als mit dem Buch. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das irgendwie immer interessanter, da irgendwie ein Video anzugucken oder das interaktiv zu machen, als etwas zu lesen. Na, sie nehmen. Du hast die Hausaufgaben auch noch nicht begonnen, Mensch. Du musst die auch mal machen. Das ist, glaube ich, auch wichtiger erstmal. Naja. Wenn wir schon nicht zum Prüfungslernkurs kommen, dann müssen wir selber lernen hier. So, das schickt ihm natürlich einen guten Morgen, Cousin. Können wir eigentlich, Unterhaltung, Sozial. Ne, das ist das Falsche. Gesellschaftliches Ereignis planen. Gibt es da eigentlich neue Partys oder irgendwas? Der sweeps hier. Oh je, das dauert zu lange mit den Hausaufgaben. Eine Stunde haben wir noch, Leute.
Eine Stunde haben wir noch. Kannst du nochmal was mampfen? Schnelle Mahlzeit, kriegst nochmal einen Joghurt. Uiuiui, das wird aber knapp. Den Hausaufgaben hier. Reicht das noch? Oh, das wird richtig knapp. Das Party kannst du vergessen. Oh, oh, das reicht nicht mehr. Oh je. Hast du dein Ding jetzt gegessen? Ja, ne? Bist du hier so wütend? Puh, nächster Tag. Okay, okay. Also morgens finde ich immer ein bisschen stressig. Also 4 Uhr aufstehen ist schon mal gut. Dann hat man ein bisschen Zeit zum Bedürfnisse. Aber ist schon, könnte auch um 9 anfangen. Gut, es fängt ja eigentlich um 9. Man hat in der Schule auch noch ein bisschen Zeit, das stimmt. Aber nee, 2 Stunden sogar. Um 10 eigentlich fängt das an. Tatsächlich. Okay. Ah. Oh, das ist ein schönes Outfit heute an. Was ist denn mit euch los? Händchen halten. Oh, die mag dich wieder nicht, ne? Guck mal, ob es gleich sagt, sie ab. So, so ein schöner Morgen. Ah, du knutsch mich nicht, Mädchen. Du hast so schöne Zähne, darf ich dich nicht sagen. Minus. Oh Gott. Ich guck schon, wer könnte noch, ja, ein potenzielles Abschlussball-Date sein. Vergangene Partys-Arena ist immer gut. Und dann kannst du hier mal... Oh, was ist das? Vielleicht ist es bloß Einbildung, aber Mia kann das Gefühl, dass andere sie ständig verurteilen, einfach nicht abschütteln. Liegt es an ihrer Frisur oder ihrer Persönlichkeit oder ihren Freunden? Woran es auch immer liegen mag, Mia befürchtet, dass noch lange kein Ende in Sicht ist. Das ist sehr, Angst verurteilt zu werden. Ja, jetzt hat sie die Angst hier. Differenzen mit anderen Sims beilegen, weil Angst hat, verurteilt zu werden. Boah, das ist krass, das Thema. Das ist richtig deep. Heute ist der große Tag. Es wird Zeit, die verurteilenden Blicke zurückzuwerfen und herauszufinden, warum sie das Gefühl haben, Mia zu verurteilen. Werde 2 verschiedene Sims und klicke auf Differenzen beilegen aus der Kategorie freundlich. Bis dahin haben wir das Gefühl, das semi-permanente Merkmal, ne, das ist nur so lang da, bis man die Angst quasi bekämpft hat. Differenzen beilegen. Sydney auch. Wie ist das hier? Kennen wir den noch nicht? Oje. Oje, oje. Du musst ja noch auf dem Laufband. Du musst ja gar nicht für Prüfungen. Oder hast du das schon fertig? Ja, dann kannst du mal mit deinem Knutschi hier verführerisch sein. Hände küssen und Zuneigung aus. Über Hochzeit reden. Ja, so weit sind wir noch nicht. Samir. Wieso? Seid ihr so böse zu mir alle hier? Hey, Dag. Du zahlen Rat bitten. Warte, machst du die Teepose? Jetzt müssen wir zum Unterricht, Leute. Was so Angelplätze reden? Nee, nicht über Angelplätze reden. Geh zum Unterricht. Nee, nicht labern. Geh in den Unterricht. Go for it. Ja, du wartest jetzt hier wieder, ne? Jetzt ist hier wieder blöd, wenn man hier sein einbaut. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, Mia, du schaffst das. Wir überwinden deine Angst. Ich hoffe es zumindest. Aber das probieren wir nächstes Mal aus. Bis dann. Macht's gut. Vielen lieben Dank euch. Tschüss.